Dank. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 14, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 100, also 10058, Inklusion verantwortungsvoll gestalten und Qualität gewährleisten. Ich darf hinweisen auf Folgendes. Der Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 10058, wurde gemäß § 82 Absatz 2 Buchstabe B unserer Geschäftsordnung vom Plenum an den Ausschuss für Schule und Weiterbildung überwiesen, mit der Maßgabe, dass eine Aussprache und Abstimmung erst nach Vorlage einer Beschlussempfehlung erfolgt. Beschlussempfehlung und der Bericht des Ausschusses liegen als Drucksache 11720 vor. Ich darf die Aussprache öffnen und freue mich auf den ersten Beitrag von Frau Kollegin Vogt-Küppers für die SPD-Fraktion. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen von der Piratenpartei, Ihr Antrag und auch der Antrag der FDP-Fraktion war Grundlage einer Anhörung, die wir Ende Februar mit dem Ausschuss Schule Weiterbildung durchgeführt haben. Diese Anhörung war sehr interessant und vielschichtig, weil sie erfreulicherweise, ganz im Gegenteil zu vielen Diskussionen, die wir hier im Parlament führen, nicht in Schwarz- und Weißtönen geführt wurde, sondern viele Aspekte der Inklusion und der Durchführung von Inklusion aufzeigte. Häufig haben wir hier im Parlament gegeneinander gewendet diskutiert, wenig an der Sache orientiert. Und mir schien es sehr häufig, dass es nicht mehr um den Inhalt der Inklusion ging, sondern nur noch darum, wer in der Sache Recht haben könnte. Die Anhörung war in dieser Beziehung völlig anders. Völlig beeindruckend war für mich der Vertreter von Gemeinsam Leben und Lernen, Herr Heinemann, der genau das illustrierte, der sagte, all die Vorwürfe, Inklusion wären übereilt und zu schnell, könne man 7 Jahre nach der Ratifizierung der UN-Behindertenkonvention nicht mehr halten. Und es wäre gut, dass Kinder endlich gemeinsam aufwachsen und dass Kinder sich nicht mehr beurteilen nach behindert sein oder nicht behindert sein, sondern nach ihren Eigenschaften. Nicht nur die Kinder profitieren von unserem Inklusionsprozess, sondern auch Lehrer und Eltern. Umgang mit Heterogenität gehört heute zu den verpflichtenden und normalen Aufgaben des gemeinsamen Lernens. Und nicht nur die behinderten Kinder profitieren von dieser Art und Weise des Unterrichts, sondern auch die nicht behinderten Kinder, die gleichermaßen individuell gefördert werden wie Kinder mit Beeinträchtigungen. In fast allen Stellungnahmen kam zum Ausdruck, dass Inklusion nicht pauschal zu verdammen oder zu begrüßen wäre, sondern dass wir mit der Inklusion einen Prozess gestartet haben, übrigens den größten Umstellungsprozess, den wir seit Bestehen des Landes Nordrhein-Westfalen haben, der uns vor große und wichtige Aufgaben stellt. Und dass solch eine Umstellung nicht ohne Probleme geht, das ist jedem, der eine solche Aufgabe betrachtet, vollkommen klar. Insofern sollten wir die Anhörung auswerten und dazu nutzen, gemeinsam an den Inhalten zu diskutieren und zu überlegen, wie wir das, was von allen insgesamt als ein positiver Prozess bezeichnet wurde, verbessern können. Natürlich gab es in dieser Anhörung auch Kritik. Kritik, die uns als Abgeordnete, die wir in die Schulen gehen, die wir uns mit den Eltern unterhalten, natürlich auch nicht verhohlen bleiben. Aber auch da muss ich sagen, wir haben diesen Prozess erstmals begonnen, ein Prozess, der sicherlich nicht mit Hebelumlegen zu gestalten ist, sondern ein lernender Prozess, bei dem man sagen muss, manchmal trifft man Annahmen, die sich in der Realität so nicht bestätigen.
Und das haben wir vor allen Dingen an der Stelle festgestellt, wo wir ein Budget zugrunde gelegt haben. Bei dem Budget sind wir von sinkenden Schülerzahlen ausgegangen. Die Entwicklung hat sich vollkommen anders dargestellt. Und da kann man natürlich sagen, wenn die Realität, auf der die Annahme basiert, sich anders entwickelt, dann müssen wir selbstverständlich auch wieder über die Annahme nachdenken. Eine andere Annahme, dass Förderschulen relativ schnell in ihrer Anzahl geringer würden, hat sich auch in diesem Maße nicht so vollzogen, wie wir es angenommen haben. Das zeigt uns, wir müssen immer wieder in diesem Prozess Annahmen treffen, in der Realität durchführen und überprüfen. Übrigens ein pädagogisches Prinzip, was jeder Planung zugrunde legt. Insofern finde ich das, was wir zurzeit machen, überhaupt nichts Befremdliches, sondern vielmehr etwas Verpflichtendes. Das macht den Prozess gut, dass wir immer wieder zwischendurch analysieren, ist das, was wir getan haben, richtig. Sicherlich lassen sich an dieser Stelle noch einige andere Merkmale anführen, wo wir noch mal genauer hingucken müssen. Das werde ich, und da bin ich sicher, werden wir jetzt auch noch von den Oppositionsparteien gesagt bekommen, wo dann auch die negativen Sachen im Inklusionsprozess liegen. Ich möchte an dieser Stelle sagen, lassen Sie uns das Vorbild der Experten in der Anhörung aufnehmen. Lassen Sie uns kritisch, aber konstruktiv gemeinsam in den Dialog treten. Den einzelnen Punkten aus dem Antrag der Piraten können wir so in der Form nicht zustimmen. Die sind an vielen Stellen noch nicht so ausgeführt, wie wir meinen, dass es notwendig wäre. Nichtsdestotrotz würde ich sie gerne als Grundlage der Diskussion, die wir dann alle gemeinsam miteinander konstruktiv führen, verstehen. In diesem Sinne freue ich mich auf die weiteren Beratungen zu dem wichtigen Thema Inklusion und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Vogt-Küppers. Und nun spricht für die CDU-Fraktion Frau Kollegin Vogt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, auch wenn ich Sie jetzt enttäuschen muss, Frau Vogt-Küppers, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit und der Tatsache, dass wir am heutigen Morgen im Schulausschuss diesen Antrag ja bereits miteinander diskutiert haben, werde ich nicht nochmal die gesamte Kritik der CDU-Fraktion am vorliegenden Inklusionsgesetz wiederholen. Wir haben uns da schon mehrfach hierzu ausgetauscht. Sie kennen unsere Stellungnahme dazu. Sie haben sie quasi noch mal eingefordert. Aber im Zweifel können Sie ja noch mal das Protokoll des heutigen Morgens nachlesen. Ganz genau. So, wir glauben auch, dass dringender Handlungsbedarf ist, umzusteuern. Von daher hatten wir das auch den Piraten schon signalisiert, dass wir viele wichtige Punkte in Ihrem Antrag gesehen haben, die einfach zu einer Verbesserung der Situation an unseren Schulen führen könnte. Wir haben die Kritik heute Morgen aber dahingehend schon vorgebracht, dass wir gesagt haben, es ist für uns einfach ein Paket, das zu breit aufgeschnürt ist, sondern wir haben auch an unsere Ressourcen zu denken. Von daher stehen für uns auch solche Fragen im Raum, nochmal wie Schwerpunkte zu bilden und auch die Frage, die dann auch die FDP aufgeworfen hat, kann ich es überhaupt vertreten, inklusiven Unterricht zu machen, wenn die Rahmenbedingungen in keiner Weise gegeben sind. Da würden wir uns eher der Auffassung der FDP-Fraktion anschließen, dass wir das dann nicht für verantwortungsvoll halten. Von daher, wie auch am heutigen Morgen, werden wir uns zu dem vorliegenden Antrag enthalten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Vogt. Und die Grüne Fraktion wird nun vertreten durch Frau Kollegin Schmidt-Promny. Herr
Herr Präsident, meine Damen und Herren, trotz später Stunde werde ich meinen Redebeitrag halten, weil ich der Auffassung bin, dass das Thema ein so grundlegendes gesellschaftliches Thema ist, dass ich das, die Fürsorge für uns zwar verstehen kann, aber den Redebeitrag halten möchte. Meine Damen und Herren, viele Jahre haben Eltern für das Recht ihrer Kinder mit Beeinträchtigung auf Teilhabe am Unterricht gekämpft. Ende 2010 hat der Landtag mit den Stimmen von SPD, CDU und Grünen den Beschluss zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte der Menschen mit Behinderung an den Schulen NRWs gefasst und damit den Rechtsanspruch auf Teilhabe in den allgemeinbildenden Schulen beschlossen. Damit hat sich NRW auf den Weg gemacht zu einer inklusiven Schule. Das ist, wie zu erwarten war, ein Prozess, der sich über viele Jahre erstreckt. Inklusion ist eine Generationenaufgabe. Überschürzt kann man diese Entscheidung nun wirklich nicht nennen. In der Debatte um die Inklusion gibt es Hinweise, wo es ruckelt. Wir sind viel im Land unterwegs und wir nehmen diese Hinweise auf. Das Nachsteuern dieses Prozesses ist dialogorientiert zu führen, gemeinsam mit den Verantwortlichen vor Ort. Da Schulen unterschiedlich weit auf dem Weg sind, sind auch die Unterstützung und Steuerungsbedarfe verschieden. Deshalb ist ein generell von oben verordnetes Konzept nicht zielführend. Wenn wir selbstständige Schulen wollen, dann brauchen diese auch den Raum, ihre Konzepte eigenständig zu entwickeln. Die FDP spricht davon, dass die Umsetzung der Inklusion qualitätslos begonnen habe, die Unterstützung vollkommen unzureichend sei. Sie erweckt den Eindruck, den Ausbau in der jetzigen Konstellation nicht fortsetzen zu wollen. Die Generalität dieser durchgehend negativen Kritik lehnen wir ab. Sie trifft nicht den Stand der Entwicklung hin zu einer zur Inklusion in der Schule. Und sie negiert die gute Arbeit derer, die diese Arbeit tagtäglich in unseren Schulen umsetzen. Wollen Sie eigentlich ein negatives Szenario aufmachen und wollen Sie wie wir einen konstruktiven Prozess? Eine derart negative Beurteilung der Situation tut ihr nicht gut. Ja, sie belastet doch das gemeinsame Interesse, Inklusion voranzubringen. Thomas Heinemann, der als Vertreter des Elternvereins Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen, hat uns in der Anhörung am 24. Februar deutlich gemacht, dass diese Art der Auseinandersetzung der Aufgabe Inklusion mehr schadet als nützt. Die Anhörung hat ein differenziertes Bild der Erfahrungen aufgezeigt. Herausforderungen aus der Sicht der Einzelnen wurden klar benannt. Aber auch Beispiele, wie Schulen und Schulträger wirksame Konzepte entwickelt haben, Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen in ihren Schulen zu begleiten und individuell zu fördern. Eine wesentliche Unterstützung nicht nur für Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch für alle für Schule Verantwortlichen in den Kommunen und Kreisen ist die Fortbildung. Bereits seit 2011 werden Multiplikatoren fortgebildet, die die Schulen in ihrer Region beraten und die jeweiligen Prozesse begleiten. Bis heute wurden bereits über 400 Multiplikatoren geschult. Die Einrichtung von Schwerpunktschulen trägt dazu bei, sonderpädagogische Kompetenz zu bündeln. Die Forderung des barrierefreien Zugangs zu Schulgebäuden zu stellen, ist richtig. Aber ein Schulgebäude muss nicht von Anfang an mit einer Rampe ausgestattet sein, wenn noch kein Kind im Rollstuhl diese Schule besucht. Wir haben ein Inklusionsleistungsgesetz auf den Weg gebracht, das dem Schulträger bei der Ausstattung der Schule hilft und auch personelle Unterstützung leistet. Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, mit besonderem Förderbedarf der emotionalen und sozialen Entwicklung gelten als die Kinder, die Lehrern und Lehrerinnen die meisten Sorgen machen. Hier ist die sonderpädagogische Kompetenz eine wichtige Unterstützung der Lehrkräfte. Aber nicht immer ist die Doppelbesetzung mit Regellehrkraft und Sonderpädagogen zwingend notwendig. Erforderlich aber ist die systemische Unterstützung für das lernende System. Change Management, Inklusionsfachberatung, auch Inklusionsbegleitung aus dem Bereich der Jugendhilfe fördern die Konzeptionsentwicklung und die konkrete Arbeit.
Bei allen Diskussionen aber gilt, dass die Kinder und Jugendlichen mit Beeinträchtigung in erster Linie Kinder und Jugendliche sind, bei denen die Beeinträchtigung nur ein Aspekt ihrer Persönlichkeit ist und die ein Recht auf individuelle Förderung haben wie jedes Kind. Unser gemeinsames Ziel sollte deshalb der Abbau der Etikettierung sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schmidt-Romney. Und die FDP-Fraktion wird nun vertreten von Frau Gebauer. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich würde gerne eingehen auf meine beiden Vorrednerinnen. Und es ist schon spannend, wenn man diese beiden Beiträge miteinander vergleicht. Ich habe das heute Morgen auch schon erlebt und die Pressemitteilungen spiegeln das auch wieder. Also ich muss sagen, bei der SPD erkenne ich so Einsicht. Da habe ich Hoffnung, dass sich an dem was tut, was wir momentan kritisieren. Sie haben das zum Ausdruck gebracht, Frau Vogt-Küppers, Frau Stotz hat das zum Ausdruck gebracht in der Pressemitteilung. Bei den Grünen erkenne ich das nicht. Das muss ich jetzt auch nach dem Beitrag von Frau Schmidt-Promny noch mal ganz deutlich zum Ausdruck bringen. Und ja, wir haben von qualitätslos gesprochen, das ist richtig. Aber ich bin ja dankbar, wenn Sie das Thema Qualität hier noch mal ansprechen. Denn wir wollen ja Qualität haben. Es ist ja richtig und wichtig, dass diese Qualität endlich einzieht und dass Sie das erkennen, dass wir diese Qualitätsstandards endlich mal brauchen, damit vor Ort eben die Lehrer nicht verbrannt werden. Und ich finde es schon erschreckend, wenn Sie davon sprechen, dass es ruckelt ein bisschen. Also, meine Damen und Herren, in Sachen Inklusion ruckelt es nicht nur ein bisschen. Da brennt es nicht überall, aber an manchen Stellen lichterloh. Und da werden Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich, die fühlen sich ausgebrannt, weil sie nämlich alleine gelassen werden. Und das hat mit mangelnden Qualitätsstandards zu tun und mit mangelnden Ressourcen. Und dann hier zu sagen, es ruckelt, also das will ich, da glaube ich nicht, dass draußen sich diejenigen, die damit sich tagtäglich auseinandersetzen, und das tun die mit absolut großem Engagement, und da ziehe ich den Hut davor, wie sie das machen, ohne entsprechende fachliche Ausbildung. Also dann zu sagen, es ruckelt, gut. Ich will gar nicht mehr auf die einzelnen Teile eingehen. Frau Vogt hat schon vieles zu dem gesagt. Wir haben heute Morgen schon darüber gesprochen, und das will ich an der Stelle nicht machen. Aber eine Sache möchte ich gerne noch mal auch in Bezug auf die Basisstandards zur Qualitätssicherung sagen. Es gibt, auch das muss man ja wissen, es gibt 50 Klageverfahren. 50 Kommunen klagen, haben sich auf den Weg gemacht gegen dieses Gesetz. Und jetzt sage ich mal, was sich momentan da so abspielt. Also es gibt dann die rot-grünen Prozessbevollmächtigten, und die argumentieren, dass das Gesetz nicht konnexitätsrelevant sei, weil dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz für die Verwirklichung schulischer Inklusion qualitativ inhaltliche Standards fremd seien. So, wenn man das dann mal in Relation setzt bzw. sich damit auseinandersetzt, dann sagt es in diesem Zusammenhang dann die Gegenseite, die juristische Gegenseite, spricht dann in einem Zitat von der Selbstdemontage des Vorhabens nahekommende Argumentation. Also will heißen, Sie benutzen das bzw. haben explizit auf Qualitätsstandards verzichtet, um auf das Verfahren zur Konnexität entsprechend gewappnet zu sein. Und das ist der Preis, den die Schülerinnen und Schüler, den die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer vor Ort zu zahlen haben. Und das finde ich nicht richtig an der Stelle, dass das auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen wird. Und ich werde nicht müde, das hier immer wieder zu wiederholen. Solange die Landesregierung es nicht schafft, hier entsprechende Qualitätsstandards für die Kinder und Jugendlichen zu sichern, und das kommt allen Kindern, es kommt nachher den Kindern mit Handicaps, aber es kommt auch den Kindern ohne Handicaps zugute. Und ich hoffe, so wie es heute Morgen angekündigt worden ist im Schulausschuss, dass wir endlich zu der Nachsteuerung kommen, die dieses Gesetz verdient hat, beziehungsweise die es erforderlich machen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Gebauer. Und für die Piratenfraktion spricht nun Frau Pieper. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich hatte mir überhaupt keine Rede mehr aufgeschrieben, weil ich dachte, die Diskussion sei heute Morgen im Ausschuss intensiv geführt worden. Und
Wir wären einen ganzen Schritt vorangekommen, habe ich gedacht. Und ich muss jetzt sagen, ich bin so ein bisschen von der Rolle, weil wir sind keinen Schritt vorangekommen. Frau Schmidt-Promny, mir fällt das schon manchmal sowieso schwer, nach Ihnen zu reden, weil ich finde, Sie haben der Opposition gegenüber eine recht aggressive Grundhaltung, um das mal ganz freundlich auszudrücken. Ich mache einfach weiter. Frau Schmidt-Promny, wir haben heute Morgen eine Dreiviertelstunde diskutiert. Und ich habe tatsächlich wahrgenommen, irgendwie, wir müssen darüber reden, das ist ein Thema, wo wir uns mit beschäftigen müssen. Dann stellen Sie sich hier hin und sagen, das ist Ihnen so wichtig, das Thema, dass Sie aber jetzt Ihre Redezeit dazu haben, weil das finde ich gut und richtig. Und dann lesen Sie hier einen Text ab, der wieder nur sagt, was die Landesregierung alles so prächtig macht. Und das finde ich respektlos und das wird der Sache hier, vor allen Dingen heute, nach der Diskussion heute Morgen, wird das der Sache nicht gerecht. So. Frau Vogt-Küppers, ich habe das so wahrgenommen wie Frau Gebauer, das fand ich auch nicht. Also ich habe schon auch wahrgenommen, dass da Probleme erkannt werden und dass man da in den Dialog gehen muss. Aber auch sich hier hinzustellen und sagen, hier würde von der Opposition nur schwarz-weiß gemalt, auch das ist nicht richtig. Und da fühle ich mich auch angesprochen und das stimmt einfach nicht. So, dann haben Sie weiter ausgeführt, dass alle Kinder von der Inklusion profitieren und alle in... Es gibt eine Zwischenfrage. Hätten Sie Interesse, diese anzunehmen? Jetzt, keine Zwischenfrage. Selbstverständlich. Jetzt muss ich erst mal durch hier. Wie Sie möchten. Dann haben Sie gesagt, Kinder profitieren von der Inklusion und alle werden individuell gefördert. Ich glaube, das ist das, wo wir hinwollen. So weit sind wir aber leider noch nicht. Und was mich tatsächlich umtreibt, ist auch, wenn ich mal überlege, auch die ausgebildeten Sonderpädagogen, die kommen in 6, 7 Jahren in die Schule. Wir müssen aber jetzt Lösungen finden für die Kinder und die Jugendlichen, die jetzt in der Schule sind. Denn wir können nicht eine Generation Schüler verloren geben. Und das liegt mir auch am Herzen. So. Und was bleibt, ist tatsächlich, dass wir diesen Prozess begleiten müssen. Und Frau Schmidt-Promny hat ja auf den Podiumsdiskussionen versprochen, sie bringt die Themen mit in die Diskussion hier in den Landtag ein. Das finde ich gut und ich möchte, dass das jetzt auch diskutiert wird. Und ich habe heute Morgen von Rot-Grün verstanden, ich habe heute Morgen Würden Sie dann die Uhr anhalten, nicht, dass das meine Redezeit ist, wenn alle anderen reden? Reden Sie mal. Gott. So, können wir? Gut. Also ich habe das heute Morgen so wahrgenommen, dass die Fraktion von Rot und Grün gesagt hat, wir müssen das noch mal in Angriff nehmen, wir müssen das Thema weiter besprechen. Und Frau Ministerin Lörmann hat heute Morgen keine Zeit, kein Problem. Herr Hecke hat sich ja auch zu dem Thema eingelassen. Und da habe ich das auch so verstanden, dass man sagt, man macht sich Gedanken, ob es Punkte gibt, wo man nachbessern kann. Noch mal ganz deutlich zu unserem Antrag. Ich erwarte gar nicht, dass dem jemand zugestimmt hätte, da wäre ich wahrscheinlich hier auf der Stelle tot umgefallen. Ich habe auch immer gesagt, das kann man nicht alles auf einmal umsetzen. Es war nur, da ging ja darum, mal einen Katalog zu machen, was alles gemacht werden müsste, wenn man es wirklich, wirklich gut auf die Reihe bringen kann. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob Sie uns an Ihren Gedanken teilnehmen lassen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann verspreche ich hier und heute, dass ich hier im Herbst wieder zu dem gleichen Thema stehe. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Pieper. Es gibt eine angemeldete Kurzintervention von Frau Schmidt-Promny. Das halten wir einfach so, wie es ist. Und Frau Schmidt-Promny müsste das Mikrofon aktivieren. Und dann haben Sie 1:30, Frau Schmidt-Promny, um Ihre Intervention zu starten. Ja. Bitte schön. Frau Pieper, die Zuordnung der Aggression finde ich sehr schade, weil ich mich bemühe, in meinen Redebeiträgen sachlich zu sein. Aber ich sehe ein Pro und Contra und ich versuche, Dinge abzuwägen.
Ich finde das sehr schade, wenn Sie aus meinen Worten nicht haben entnehmen können, dass ich verschiedene Punkte der Debatte aufgeführt habe. Ich habe sie aber mit dem Blick nach vorne aufgeführt. Das halte ich auch für richtig. Ich habe mich verwahrt gegen eine Generalität des Negativen und habe gesagt, wir müssen beide Seiten sehen. Ich glaube, dass ich das auch formuliert habe bei mir. Wir können uns gerne weiter darüber auseinandersetzen. Das ist eine so wichtige gesellschaftliche Frage, dass wir Ihren Sichtweise auf die Dinge genauso brauchen wie unsere Sichtweise. Nur weiterkommen wir, und das hat uns der Vater gesagt, wenn wir sachorientiert und mit einem konstruktiven Blick nach vorne gehen. Und das ist unser Job und das ist unsere Verantwortung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schmidt-Romney. Und Sie haben die Möglichkeit zur Gegenrede, wie es sich gehört, 1:30 für Sie, Frau Kühn. Ich glaube tatsächlich nicht, dass ich zu denjenigen gehöre, die gerade in diesem Thema nicht, die nur negativ generalisiert war auf die FDP nach vorne bezogen. Kommen. Das ja, aber ist richtig. Das ist unser Antrag, um den es hier geht. Und es geht hier nicht darum, wer sich an irgendeiner Stelle hier wie aufstellt. Und ich erwarte einfach, bitte? Ja. Und ja, es ging ja um dieses generalisierte Negative, was uns vorgeworfen wurde. Aber ich glaube, wir kriegen das... Wir kriegen das hin. Was ist das? Bitte. Wir haben noch eine Minute. Nein, ich brauche nicht. Alles gut. Ja, dann denke ich, wir gehen da noch mal in die Diskussion und ich hoffe, das wird sehr fruchtbar. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Pieper. Und nun spricht für die Landesregierung Frau Ministerin Löhrmann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Debatte macht deutlich, dass es offensichtlich so ist, dass sehr unterschiedliche Dinge wahrgenommen werden und dass auch die Frage des Diskurses miteinander, dass da Fremd- und Selbstwahrnehmung offensichtlich ein bisschen auseinanderfallen. Das kann ja schon mal passieren. Was man daran aber merkt, dass allen das Thema Inklusion wichtig ist. Ich stehe immer dafür, dass ich auch die Gemeinsamkeiten gerne noch mal voranstellen will. Und ich habe die Rednerinnen der Regierungsfraktion so verstanden, dass die Anhörung, die ich mir natürlich auch angeguckt habe, ich habe mir auch berichten lassen, was heute Morgen im Ausschuss dazu noch mal formuliert worden ist, natürlich deutlich macht, dass es angesichts dieses gravierenden Umsteuerungsprozesses Problemanzeigen gibt und dass man sich mit den Problemanzeigen auseinandersetzen muss und überlegen muss, sind das punktuelle oder rechtfertigen die Aussage, dass systemisch in diesem Gesetz alles falsch angelegt ist. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch die Erfahrung, und das möchte ich wirklich auch noch mal sagen, vieler Schulen, besonders natürlich derer, die schon lange inklusiv angelegt arbeiten, sehr, sehr große Zufriedenheit gibt und sehr, sehr gute Rückmeldung gibt. Und dass deswegen eine pauschale Aussage, dass das alles katastrophal ist und dass das für die Kinder nicht gut ist, dass diese Aussage die Wirklichkeit auch nicht trifft. Und insbesondere die Rückmeldung der Kinder in den Schulen, die ich besuche, und ich besuche viele Schulen, sagen, dass für die Kinder dieser neue Weg, nämlich sich anzunehmen in ihrer Verschiedenheit, ob das Kinder sind, die als Flüchtlingskinder kommen, oder ob das Kinder sind, die ein Handicap haben, ob das etwas langsameres Lernen ist oder in der Sprachgebung oder motorisch, dass die Kinder mit dieser Normalität groß werden, dieser Verschiedenheit. Und das ist das Ziel dieses Gesetzes, es für die Kinder besser zu machen, meine Damen und Herren. Und daran sollten wir gemeinsam weiterarbeiten. So, und der Wunsch nach mehr Unterstützung in jeglichen Fragen der Bildungspolitik, ja, ist der neu? Da möchte ich noch mal zitieren. Angelika Pick vom Berufskolleg Bonn hat gesagt, ich zitiere, wir reden von Räumen, Stellen und Klassenrötzen. Davon reden wir schon seit Jahrzehnten. Hat das etwas mit Inklusion zu tun? Ja, genau so ist es. Die Kollegin hat recht. Und deswegen kommt es doch darauf an, will man jetzt weiter daran arbeiten, dieses gigantische neue Vorhaben für die Schule,
was für viele eine völlig andere Arbeit bedeutet, weil wir mit einer anderen Logik in unserem Schulsystem groß geworden sind. Will man daran arbeiten, gemeinschaftlich das besser zu machen, oder will man es in erster Linie diskreditieren, weil man die Landesregierung gerne angreifen möchte? Und ich werbe dafür, die Regierung wirbt dafür, dass wir diesen Weg gehen. Und da gibt es natürlich was zu tun. Das habe ich von Anfang an behauptet. Ich habe von Anfang an nichts anderes gesagt. Wir gucken hin, und wenn sich was herausfällt, steuern wir nach. Deswegen der Wunsch nach mehr Unterstützung, nach besseren Rahmenbedingungen, den haben wir gehört. Wir sind mit den Beteiligten im Gespräch, im Fachbeirat Inklusion, mit der Schulaufsicht, mit den Personalvertretungen. Und über Ressourcen muss dann im Rahmen der Haushaltsverhandlungen gesprochen werden. Das ist doch völlig selbstverständlich. So. Und dann ist die Frage, wie viel geht und wie viel geht nicht. Aber das zu diskreditieren, den Prozess zu diskreditieren, das ist das, wogegen, glaube ich, sich verwehrt werden sollte. Und dann, finde ich, hat es sich insbesondere, das möchte ich schon sagen, Frau Vogt, die größte Oppositionsfraktion zu leicht gemacht, gesagt, das gefällt uns bei den Piraten, ja, das ist uns aber zu teuer, und bei der FDP gefällt uns dies lieber. Ich wüsste gerne mal von der CDU, wie soll es denn ganz genau aussehen, wie viel mehr an Fortbildung, wie viel mehr an Stellen möchten Sie denn finanzieren? Weil sonst ist es keine konstruktive und ernst gemeinte Oppositionspolitik. Und das ist mir auch wichtig zu sagen, meine Damen und Herren. Und ein letzter Gedanke, lieber Frau Vogt. Professor Bernd Abeck, mit dem habe ich auch schon gut diskutiert, der hat Folgendes gesagt, als hätten wir jetzt hier ein NRW-Alleinspezifikum. Die Umsteuerung ist schwierig und herausfordernd. In vielen Bundesländern gibt es Umsetzungsprobleme. In Berlin regieren SPD und CDU, werden nur 39%. In Bayern, da regiert die CSU, nur 50% der Stellen für Lehrkräfte mit Sonderpädagogik mit ausgebildeten Fachkräften besetzt. Nur mal hier an dieser Stelle ein Schlaglicht auf andere Bundesländer. Also insofern werbe ich dafür, lassen Sie uns den Weg gemeinsam gehen, lassen Sie uns nachsteuern, wo es geboten ist, aber lassen Sie uns das Recht der Kinder, was wir hier geschaffen haben, und das ist ein hohes Gut, lassen wir dieses Recht bitte hier nicht in Frage stellen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin Löhrmann. Wir sind am Ende der Debatte und kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für Schul- und Weiterbildung empfiehlt in Drucksache 11720 den Antrag mit der Drucksachnummer 1058 abzulehnen. Wer stimmt dieser Empfehlung zu? SPD und Grüne. Wer ist gegen diese Meinung? Die Fraktion der Piraten. Und wer enthält sich? Es enthalten sich CDU und FDP. Damit ist der Antrag abgelehnt mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 15.